Oh, Wettlet ist wieder mal beim Grillabend. Ich suche gerade so ein paar Zutaten hier. Mal sehen, was wir so auf den Grill schmeißen können. Was sind das eigentlich? Ach so, Schiffsregister. Schiffsregister, das ist mit von der Partie. Diese Burschen hier in der Stange sind mit von der Partie. Ich suche aber was anderes. 174, nein, ah, guck an, hier, toll. Sehr schön. Habe ich dich. Naja, zoomt er wieder nicht hin, ne? Komische Sache, das. Du bist mit von der Partie. Komm mit. Hier. Jetzt habe ich mir mein LS259 das Datenblatt versorgt und das Video ist so aufgebaut, dass wir im ersten Teil hier ganz kurz Theorie anschneiden. Ich versuche das so schnell wie möglich durchzuziehen. Und im zweiten Teil gucken wir uns das Ganze auf einem Steckbrett an. Also hier habe ich mein Datenblatt zum 259. Das ist ein 8-Bit-adressierbares Ledge. Wer Bock hat, sollte sich das jetzt hier mal durchlesen, so ganz grob. Dann kann ich mir nämlich das erklären und oder sparen und die Videozeit an sich wird ein bisschen kürzer. Was dieser Bursche macht, ist hier aufgeführt. Also man kann den als Demultiplexer einsetzen, als 8-Bit-Ledge, als oder seriell Parallelwandler oder auch hier unten haben wir noch einen 3 zu 8 Decoder, 1 aus 8 Decoder. Also er ist sehr universell einsetzbar. Man kann ihn durchaus auch als 7-Segment-Decoder benutzen für alles Mögliche und er wird hauptsächlich auch benutzt als Chip Select für Speicher, für Memory. Wenn man jetzt irgendwo an einem, das würde auch am Arduino gehen, vielleicht mache ich das irgendwann mal, kann man zum Beispiel mehrere Speicherchips darüber adressieren. Okay, hier haben wir ein Übersichtsblock-Schaltbild, was ich sehr gut finde, weil hier ist nämlich aufgezeigt, dass die Steuerpins auf das Ledge wirken und der Decoder im Grunde genommen eigenständig hier über die Adressleitungen funktioniert. Und je nachdem, wie man diese Steuerleitungen LE und MR, das ist Chip Select, dieses LE, OE wäre das, und Master Reset ist ein bisschen unglücklich, weil das ist Clear, nennt sich dieser Eingang, aber das sind eigentlich zwei Steuereingänge, mit denen man die Funktion dieses LS259 steuern kann. Und das sieht man hier nämlich sehr schön. Hier haben wir das, Operating Mode. Je nachdem, wie hier H und L auf die jeweiligen Inputs verteilt ist, ergibt sich ein unterschiedlicher Betriebsmodi dieses LS259. Das ist eigentlich sehr interessant, weil er unheimlich flexibel dadurch wird. Und wichtig ist, dass man halt weiß, wie man hier jeweils H und L anlegt, damit der dementsprechende Mode tatsächlich wirksam wird. Okay. Wichtig für uns heute ist hier dieses adressierbare Ledge. Das benutzen wir heute hauptsächlich. Memory Mode ist auch sehr wichtig. Demultiplexer Mode jetzt nicht, weil das ist zwar hier bei mir jetzt mit integriert, aber das brauche ich nicht ansprechen, das erübrigt sich. Und Reset verwenden wir noch. Dann haben wir hier ein Funktionsdiagramm. Was passiert im jeweiligen Mode, je nachdem, wie ich meine Steuereingänge hier beschalte. Ja. Hier sieht man auch sehr schön, das ist auch interessant, dass bei Reset Clear alles weitere hier deaktiviert ist. Also, sofern ich meinen Schaltkreis hier in oder Clear auf Low und Ledge, Quatsch, OE, also Chip Select auf H habe, ist es wurscht, was an den anderen Eingängen hier passiert. Das habe ich ebenso im Memory Mode. Das ist auch sehr wichtig zu wissen, gerade dieser Memory Mode, da kann ich den Schaltkreis auch komplett verriegeln. Alles Weitere könnt ihr euch dem Datenblatt entnehmen. Es gibt es im Internet. Hier oben sieht man es nochmal 74HC, HCT259 oder auch LS259. Da findet man das. Gut, dann kommt das jetzt erstmal weg. Als nächstes gehe ich nochmal kurz auf den 595 ein, der hier in dem Fall, mit dem ich sozusagen hier eine serielle Parallelwandlung durchführe und dann dieses
Byte, was wir hier parallel anliegen haben, als Steuerregister für meinen LS259 benutze. Also ich schaffe mir letztlich mit dem 595 eine Art Steuerregister inklusive Datenregister, wie man das von parallelen Peripherieschaltkreisen kennt. Die werden ebenso über Steuerregister manipuliert, adressiert und mit Daten beschickt. Und das kann man an diesem Beispiel hier sehr schön sehen, was ich da zusammengebastelt habe. Deswegen lag mir das die ganze Zeit schon so ein bisschen auf der Zunge, das umzusetzen. Ich habe das hier mal ganz grob aufgebaut als Schaltbild. Ich werde jetzt auch nicht allzu viel dazu sagen. Wer will, kann sich das hier angucken, die Datenblätter angucken. Wichtig ist zu wissen, wie ich hier zum Beispiel meinen HC595 angeschlossen habe. Über diese Dreidrahtleitung, also Daten, Clock und Strob. In dem Augenblick, wo ich sozusagen hier einen kurzen Impuls anlege, wird das interne Register oder werden die internen Daten, die ich hier reingeschrieben habe, seriell auf die Ausgangsregister übertragen. Erst dann liegen sie hier an. Das ist wichtig zu wissen. Und dann habe ich mir sozusagen dieses Byte, was sich hier ergibt, ja, oder diese vielen Bits, hier habe ich sie nochmal aufgegliedert, unterteilt. Und zwar sieht man das hier, dass ich drehe sozusagen die Daten beim Einschreiben in dieses HC95, aber das ist erstmal egal, dass ich hier den ersten Teil, das LSB, das ist das niederwertige Halbbyte, in das benutze ich für meine Adressierung, hier für die Adressen A0 bis A1 für den 259. Dann habe ich ein Bit, wo gar nichts ist. Und im höherwertigen Halbbyte, in diesem Nippel hier hinten, MSB, da fange ich mit den Daten an. Das wäre hier in dem Fall. Also jetzt H oder L oder 0 oder 1, wie man das halt gern will. Dann habe ich wieder nichts, da könnte ich irgendwas anderes machen. Dann habe ich hier ein Bit für dieses Clear, für dieses Master Reset. Und ich habe ein Bit, das ist das Wichtigste aus meiner Sicht, ist dieses OELE Chip Select. Ja, das liegt hier auf Q0. Das wäre der erste Ausgang des HC595. Okay, also habe ich ein wunderschönes Kontrollregister. Und anhand dieses Registers oder mit Hilfe dieses Konstruktes kann ich jetzt sehr leicht aus dem Programm heraus diesen LS259 kontrollieren oder auch mehrere. Wenn man das hier geschickt anstellt und wer sich mit der Materie ein bisschen auskennt, der wird sehen, dass man da mit zwei OE-Bits schon vier Schaltkreise alleine ansteuern kann, die man bitweise manipulieren kann. Also man kann an jedem Ausgang bitweise manipulieren, ohne alle Shift-Register mit Daten wie bekloppt voll zu schreiben. Ein großer Vorteil ist auch noch, dass wir hier verriegeln können, diesen LS259, also indem man jeweils Chip Select und Master Reset auf High legt, dann ist der komplett verriegelt und dann könnte ich hier diese 6-Bit hier unten für irgendwas anderes benutzen, zur Datenübertragung oder für weiß der Geier was, ich weiß noch nicht. Das würde diesen Chip nicht mehr beeinflussen, sofern diese beiden Bits hier oben, OE oder Clear, auf H liegen. Wie man sich das hier anordnet, das ist völlig frei. Das muss man halt dementsprechende Anwendungen oder den Anforderungen machen. Also dieses Register hier, ja. Okay, und dann habe ich anhand dieser Schaltung hier, halt, das ist nicht das Richtige, hier mal so ein Beispiel gezeichnet, was passiert. Ich lasse das hier hüben mal stehen, dass der eine oder andere das noch sehen kann. Da habe ich hier mein Register sozusagen hier oben übernommen. Ja, was wo ist, damit wir das wunderschön sehen können. Schreibe ich jetzt hier auf Clear, an den Pin Clear in mein Register ein H und OE bzw. LE 0. Alles andere ist wurscht. Resette ich den LS259. Also mache ich ein Master Reset. Ja, dann ist alles raus. Dann ist der sozusagen in Urzustand. Als nächstes, wenn ich ihn adressiere, sollte ich OE oder sollte ich den Chip immer im
Hold- oder Memory-Mode laufen lassen, damit bei der Adresseingabe keine Fehler innerhalb des Chips entstehen. Also es kann dann durchaus passieren, dass fehlerhafte Daten bei der Adressierung eingeschrieben werden. Das kann durchaus passieren. Deswegen legt man laut den Informationen, die ich gefunden habe, ein LE auf 1. Clear muss hier weiter auf 1 bleiben. Das ist wichtig, denn wenn hier bei LE eine 1 stehen würde und bei Clear eine 0, muss ich selber nochmal gucken, dann wären wir schon im Latch-Mode. Das ist nicht gewollt. Wir müssen den Schaltkreis erstmal verriegeln, deswegen auf diese Art und Weise. Im nächsten Bit lassen wir den nächsten Befehl, das ist immer ein Befehl, den wir hier senden. Also wir füllen sozusagen das Byte, schieben das seriell rüber über den HC595 und senden dann hier so ein Strobsignal, zack, und dann schreibt er das hier an die Ausgänge. In dem Augenblick, wo wir Strob setzen, wird das hier im LS aktiv, parallel, alles, was wir hier drinnen sozusagen übertragen. Deswegen müssen wir auch hier diese Sequenz einhalten, damit das sauber funktioniert. Im nächsten Schritt, wie gesagt, ist hier immer noch diese beiden Bits verriegelt. Oder mit diesen beiden High-Bits haben wir jetzt den Chip verriegelt. Setzen wir beispielsweise hier Adressbit 1. 0 ist auch schon eine Adresse. Nämlich in dem Fall Q0 hätten wir da adressiert. Wenn ich hier Bit 1 setze, habe ich Q1. Dieses Latch in Q1 angesprochen. Ja. Also Chip ist noch verriegelt, Adresse eingestellt, zack, dann senden wir hier ein Strobsignal, schwupp. Dann liegt hier am A0 ein H-Signal an und sonst weiter nichts. Außer hier noch ein H und hier noch ein H. Passieren tut hier in den Chip gar nichts, weil er noch verriegelt ist. Im nächsten Schritt versetzen wir den LS259 in den Latch adressierbar Mode. Dazu muss man hier auf E lediglich eine 0 schreiben. Dann packen wir die Daten rein. Wir können ja bloß 0 oder 1, da wir ja bloß ein Bit manipulieren. Je nachdem, wenn ich eine 1 reinschreibe, dann erscheint auch hier ein H später. Und die Adresse muss ich natürlich beibehalten. Das ist wichtig. Wenn ich die Adresse ändern würde, dann würde sich das hier auch ändern. Dann sende ich wieder einen Strobimpuls. Zack, und dann schreibt er in dieses entsprechende Latch, in dem Fall Q1, dieses H-Signal hinein. Ja, dann habe ich dieses Bit beschrieben. Im nächsten Schritt versetze ich, da ich ja weiter adressieren will, versetze ich den Schaltkreis wieder in den Memory-Mode. Das ist auch wichtig zu wissen, dass man dann gleich wieder in den Memory-Mode geht, dass der verriegelt ist. Jetzt kann ja auf diesem Datenbus passieren, was will. In dem Augenblick. Also ich könnte auch jetzt zwischenzeitlich irgendetwas anderes mit diesen unteren 6 Bit hier bedienen. Ne? Das hatte ich ja schon gesagt. Guti. Dann nehme ich beispielsweise Adresse 2. Also hier. Zack. Schaltkreis ist noch verriegelt. Setze hier einmal Strob, sende das rüber. Also Reihenfolge ist die, dass ich zuerst diese Daten seriell hier rüber schicke. Dann werden sie parallel hier intern gespeichert. Dann sende ich den Strobimpuls. Dann werden die parallel mit einem Rutsch hier an diesen LS259 angelegt. Das so ist die Sequenz. Und im nächsten Schritt, nachdem ich es sauber adressiert habe mit Verriegelung, schreibe ich wieder meine Daten rein und immer so weiter. Wenn ich zwischendurch was löschen würde, müsste ich lediglich hier diese 01 und 6 mal die 0 senden. Zack, dann würde der alles rausschmeißen, was bisher in diesen Registern steht. Gut, so viel zur Theorie. Gucken wir uns die ganze Geschichte in der Praxis an. Bis. So, jetzt der praktische Teil zu dieser Geschichte. Das nehmen wir nochmal kurz weg. So, hier haben wir das Programm, das zugehörige Kontrollprogramm. Hier habe ich das korrigierte, dem Programm Ablauf. Ja, also hier haben wir nochmal die Übersicht dieses Registers. Und die Sequenz, wie wir sie so durchlaufen, um eben dieses LS259 dementsprechend zu adressieren. Hier oben definieren wir uns sozusagen unsere Pins, welche wir benutzen beim Arduino selbst, also diese drei hier in bekannter Weise. Dann habe ich mir hier eine Tabelle gemacht von, also mit 8 Entities jeweils, mit 8 Adressen. Von 0 bis 7.
das sind die Adressen dieses LS259. Dann habe ich ja noch eine Funktion, die Strobfunktion, mit dem ich sozusagen hier diesen Impuls des Speicherns innerhalb dieses 595 setze. Dann haben wir eine Clear-Funktion, das ist diese hier, wie ihr hier seht. Also im Endeffekt sendet er dann diese Sequenz oder dieses Kontrollregisterbyte hier hinten zum LS259. Mehr macht die nicht. Diese Setup-Routine definiert halt diese Pins hier, ob das Inputs, Outputs und so weiter sein soll. Und wir schreiben noch einmal den Latch-Pin hier auf Low. Das war's schon. Das Segmenttest gehört hier gar nicht rein. Das ist ein Überbleibsel aus einem alten Dingsbums. Hier als erstes im Hauptprogramm, hier unten, machen wir dieses Clear, was ich oben eben angesprochen habe. Also wir senden einmal hier dieses Clear, damit wir hier alle Registerzellen löschen. Dann haben wir eine Vorschleife von 0 bis 7 läuft die. Da machen wir uns interne Variable, eine Byte-Variable in dem Fall, wo wir was unser Register repräsentiert. Und dieses Register setzt sich einmal zusammen aus dem Befehlsteil, was so die ersten 4 Bits sind, und den Adressteil, wo hier noch 0 überall drin steht. Hier hinten sehen wir dann, da steht Digit, das sollte eigentlich Adresse stehen, das ist auch noch ein Überbleibsel aus dem alten Programm. Digit gemäß X ist hier oben dieses Array. Also holt er sich dann bloß noch die Adresse raus, adressiert das die dementsprechende Speicherzelle über diesen 595 wohlgemerkt und tut halt das, was hier vorne in diesem Befehlsteil, wo auch die Daten mit drin sind, an Bit 5 ist das hier, dieses, das hier sehen wir es, was die 16 dezimal repräsentiert, da kommen die Daten rein. Die Sequenz läuft jetzt so, dass wir in die Schleife reingehen, gelöscht haben wir den ganzen Kram schon, dann befindet sich hier mit diesen beiden High-Signalen, jeweils an LE und Master Reset Clear, befindet sich der 259 im Memory Hold Store Mode, ja, und wir adressieren. Jetzt können wir im Grunde genommen, kann nichts passieren, laut Datenblatt, wie gesagt, soll man das so machen, damit nicht fälschlicherweise andere Registerzellen gesetzt werden. Also Schaltkreis sperren, Adresse anlegen, das machen wir hier. Wir shiften das sozusagen rüber über unseren 595, dann kurzer Strobimpuls, damit die Daten hier parallel rauskommen und am LS259 anliegen. Dieses Clear, das ist jetzt erstmal egal, das sorgt dafür, dass immer nur eine LED angeht. Ja? Das ist aber erstmal nicht so wichtig, bitte mal ignorieren. Im nächsten Schritt, nachdem wir die Adresse angelegt haben, schreiben wir die eigentlichen Daten rein und versetzen gleichzeitig hier dieses, den LS259 in den adressierbaren Latch-Mode. Das repräsentiert diese 01 anstelle von 11. Die Adresse bleibt ja hier jeweils noch erhalten. Das heißt, zusätzlich zur Adresse schreiben wir jetzt die Daten hinein in Mode Latch. Und im nächsten Schritt versetzen wir den 259 wieder in den Memory Store Mode, Hold, ich würde eher sagen Hold. Jetzt kann auf diesem Datenbus irgendwas passieren, jetzt könnte man auch irgendwas anderes machen, auf diesen 6 Bit, die man dann übrig hat, weil die anderen beiden halten ja diesen Schaltkreis hier in dem Zustand gesperrt, speichern. Also könnte man jetzt irgendwelche anderen Dinge noch machen. Und dann machen wir hier 2 Sekunden Pause, wo wir die Daten anzeigen. Dann fangen wir wieder vorne an, hier, ja, dann beginnt die Schleife von 9. Wir adressieren wieder mit der nächsten Adresse, schreiben die Daten hinein, in dem Fall eine logische 1, also H. Dann senden wir das mit den Strobs, senden wir das jeweils raus. Ja, also Strob steuert hier nicht nur den LS95, sondern die Daten. Gleichzeitig pflanzt sich dieser Befehl auch auf den 59er fort. Ja. Also die Daten, der Befehl selber nicht. Dann machen wir hier 100 Millisekunden Pause, damit wir hier die Adressen kurz sehen können. Die Adressänderung, über diese Letz kann man die Adresse, angelegte Adresse sehen. Hier, das wäre A0, A1, A2. Die grüne eckige LED ist OE, LE, dieses Signal. Die
Die dreieckige ist clear und hier diese klare, das ist an den Datenbin des Arduino angeschlossen, an den seriellen Datenbin, wo die Daten hier reinflutschen. Da sieht man so ein bisschen die Daten flutschen. Und diese roten LEDs, diese 8 Stück, das sind die einzelnen Bits des Latches 259. Okay, dann schicke ich das jetzt mal rüber. Ich glaube, hier ist noch ein altes Programm drin. Jetzt sehen wir auch hier Daten drin stehen. Jetzt hat er es gelöscht, er hat das Clear einmal ausgeführt. Ne? Ach nee, das scheint das Programm zu sein. Ich kann es ja zur Sicherheit doch nochmal rüber senden. Er wird dann hoffentlich ein Reset machen. Da, zack, hat er auch gemacht. Er liegt hier sozusagen, wenn die Adresse hier angelegt ist, kurze Zeit später, das sieht man visuell nicht, nimmt er hier vom OE, von diesem LE, dieses H-Signal weg, macht hier kurz ein L und erst dann werden diese Daten hier gespeichert. Aber man sieht, dass die Geschichte funktioniert. Zack, jetzt ist die 3, 4, 5, 5. Adresse, 6. die beiden und jetzt alle, 7. Dann sind wir ganz hinten angelangt. Dann geht es von vorne los. Wenn ich dieses Clear hier nicht hätte, dann passiert Folgendes. Dann sehen wir, dass die Registerzellen einzeln aufgefüllt werden mit dem H-Signal. Und wenn wir ganz hinten sind, fällt er aus der Schleife raus, macht wieder einen Löschvorgang und beginnt sofort von neuem. Das sehen wir auch am Bildschirm hier. Das ist dieses Clear, was dann alles wieder rausschmeißt. Dann hätten wir das nämlich auch drin. Sehr schön, funktioniert sehr gut, ne? Toll, sehr geile Geschichte. Gut, dann tue ich das Clear wieder rein, nehmen und mache das hier mal ein bisschen kürzer. Sagen wir mal hier nur eine Millisekunde, das reicht nämlich. Jetzt wird man aber hier kaum noch was sehen, weil diese LEDs lediglich für eine Millisekunde leuchten. Na, man sieht schon. Ganz kurz aufblitzen, aber hier Chips Electro E sieht man kaum noch, ne? Und dann rattert das hier schon relativ schnell durch. Ja, okay, prima. Gut, dann haben wir den praktischen Teil auch gesehen. Wir sehen uns demnächst irgendwann mit der Digidrohnenuhr. Da geht es dann weiter, aber diese Geschichte wollte ich jetzt einfach mal durchziehen. Programm, wie gesagt, hier kann man das sehen. Das brauche ich nicht öffentlich stellen. Das ist mehr, hier geht es mehr ums Prinzip als solches. Okay, bis dann.